Patrick Wolferstetter, Teaching Pro der PGA of Germany, Mitglied des Golf-Total-Experten-Teams. Seine Spezialität, der Einsatz von innovativen Trainingshilfen. Das heutige Thema ist die richtige Schwungebene. Ich habe aus der Logical Golf-Familie der Trainingshilfen den Logical Hoop mitgebracht. Wir arbeiten heute ganz bewusst ohne Schläger. Wir werden merken, auch ohne Schläger können wir große Fortschritte machen und speziell in diesen Übungen, die ich Ihnen zeige, können Sie wunderbar auch zu Hause dieses Tool benutzen und effektiv trainieren. Kommen wir zur Schwungebene. Was ist die richtige Schwungebene? Ein großes Geheimnis im Golf. Ich zeige es Ihnen. Wir nehmen den Hub. Hier ist ein vorgefertigter Griff. Linke Hand, rechte Hand so positioniert, dass wir in die neunte Position gehen. Wir schwingen nach oben. Und ganz wichtig ist jetzt hier, dass die Hände sehr ruhig bleiben, dass der rechte Ellenbogen nach unten zeigt, dass der rechte Arm einen 90-Grad-Winkel bildet zwischen linken Unterarm und der rechten Unterarm und rechten Oberarm. Wir sehen jetzt hier, dass die Hände ungefähr auf Höhe der rechten Schulter sind. Das wäre die richtige Ebene. Ganz wichtig dabei ist auch, dass wir Unterkörper, Oberkörper und Arme zum gleichen Zeitpunkt synchronisiert nach oben drehen und die Arme heben. Mach's nochmal. Es gibt viele Fehlerbilder. Ich erkläre Ihnen jetzt mal zwei davon und was die Auswirkungen für den Treffmoment sind. Das erste klassische Fehlerbild ist, wir haben zu viel Unterarmrotation. Wir drehen den Körper ein wenig zu stark. Wenn wir jetzt zum Ball kommen, kann es passieren, dass wir zu sehr von innen kommen. Das ist eine klassische Position für einen dünn getroffenen Ball bzw. einen leicht zu früh getroffenen Ball. Das heißt, der Boden wird zu früh getroffen. Die andere Variante ist, wir gehen nach oben. Wir kommen ein wenig zu steil von der Ebene weg. Das heißt, die Arme heben zu stark und der Körper rotiert zu wenig. Eine klassische Position, dass wir von außen kommen. Und wenn wir von außen kommen, ist die Gefahr, dass der Treffmoment sehr fett wird. Das heißt, wir schlagen viel Boden und wir von außen kommen. Das heißt, wir schlagen ein Socket, wir treffen den Ball am Hosel. Und das bedeutet, wirklich einen schlechten Golfschlag, den wollen wir vermeiden. Letztendlich versuchen wir diese Kopplung und dieses Drehen des Oberkörpers muss synchronisiert sein und sehr flüssig ablaufen. Und die Hände sollen wirklich ganz ruhig und entspannt sich bewegen und machen nicht sehr viel. Wenn Sie das beachten und das regelmäßig zu Hause trainieren, zum Beispiel vorm Spiegel, werden Sie viel, viel Freude haben und keine Probleme mehr haben mit der wirklich schwer zu erlernenden richtigen Schwungebene. Sie sehen, es gibt Lagen, die glaubt man nicht. So ein schöner Abschlag. Und dann geht er hier ins Wasserhindernis. Gelbe Fehle. Ich will aber nach da auf dieses Grün. So, wenn ich jetzt droppen müsste, dann müsste ich da ganz hinten droppen. Das will ich nicht. Ich will keinen Strafschlag, ich will die Distanz nicht verlieren. Ich möchte versuchen, den Ball aufs Grün zu spielen. Geht nicht, sagen Sie? Natürlich geht das. Wie ein Bunkerschlag. Ich muss den gleich spielen wie ein Bunkerschlag vor dem Ball.